Hallo, ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley Cryptovision. Heute mit Ripple XRP, paar rechtliche Dinge noch. Dann ein Gerücht, das hier total durch die Decke geht. Und mehrere Dinge. Eines vorneweg, ich mache keine Anlage- oder Finanzberatung. Ihr könnt ein Abo da lassen oder nicht, ist nicht so wüst. Aber jetzt geht es sofort rein in die Nachrichten, Freunde. Beginnen möchte ich mit Michael Branch. Es kursieren Namen für Gary Genslers Posten bei der SEC. Es kursieren Gerüchte, dass, wenn Donald Trump gewinnt, es Dan Gallagher sein könnte, der jetzt bei Robinhood ist und bereits bei der SEC war. In diesem Fall wird eine viel weichere Haltung erwartet. Die Robinhood, die von der SEC verklagt werden. Kleiner Reminder übrigens. Und dann gehen wir mal weiter zu einer anderen Nachricht. Bleiben wir in dem Space mit der SEC und den Rechtsstreitigkeiten. Eleanor Terrett. Sie können voll und ganz erwarten, dass Coinbase, Kraken und Consensus und sicher auch Robinhood, die Anwälte von denen, diese Meinung nutzen, um ihre Positionen in ihren eigenen Rechtsstreitigkeiten zu stärken. Und die SEC-Anwälte können nicht mehr argumentieren, dass das Ripple-Urteil lediglich ein Ausreißer war, dem keine anderen Richter zustimmen. Da geht es um das Urteil von Richterin Amy Berman Jackson. Und wenn wir schon mal bei der SEC sind und bei Ripple, geht das hier wirklich wüst. Da möchte ich jetzt auf ein Video hinweisen. Ich verlinke euch das hier oben. Das ist ein Video von Digital Asset Investor. Der spricht ab Minute 7:39 über ein ganz interessantes Gespräch, das er mit einem Kryptomilliardär geführt hat, und zwar über XRP und einem Stablecoin und welche Auswirkungen das haben kann. Wohlgemerkt, kleiner Tipp von mir. Aber im heutigen Video hat er nicht nur das aufgegriffen, sondern eben dieses Gerücht. Worum geht es? Er spricht in seinem Video darüber, dass Mario Naval, also ich glaube über 7 Millionen Follower auf Twitter, über ein Settlement-Gerücht spricht, und er legt es dermaßen aus, dass eben sehr viel Millionen, aber Millionen von XRP von Ripple freigegeben worden sind. Natürlich auch die 1 Milliarde vom Escrow, 800 Millionen zurück, aber dann trotzdem noch weitere 650 Millionen XRP. Und da komme ich gleich mal zu Ashley Prosper. Nein, bevor ich das tue, gehe ich zu Weezy. Ripple behält 1,3 Milliarden XRP. Nach der Freischaltung des Treuhandkontos löste dies Vergleichsspekulationen aus. Tatsache, Mario Naval. Ich habe darüber getwittert und frage mich, was er weiß. Und Ashley Prosper geht hier meiner Meinung einher. @XRP und @Community. Ich sehe viel Gerede über einen möglichen Ripple-Vergleich, der von Leuten wie eben Mario Naval angeheizt wird, basierend auf einem Coinpedia-Artikel, der über einen Vergleich im Zusammenhang mit Ripple spekuliert, der einige XRP aus dem Treuhandkonto freischaltet. Wir in der XRP-Community sollten wissen, dass dies Teil der geplanten Escrow-Freischaltung ist, die bis Januar 25 oder ich glaube sogar 27 andauert. Obwohl es jederzeit zu einem Settlement kommen könnte, würde ich es zu diesem Zeitpunkt nicht erwarten. Dem stimme ich zu. Ich erwarte es nämlich auch nicht. Denn Ripple ist in einer sehr guten Position. Und ich hatte mir diesen Artikel von Mario Naval als Lesezeichen gesaved. Ich wollte den komplett durchlesen. Und wenn ich hier anschaue und gehe auf mehr Anzeigen, diese Seite existiert nicht. Versuchen Sie, nach etwas anderem zu suchen. Er wurde gelöscht. Wunderbar. Also, so viel dazu. Dann kommen wir mal von Ripple, die einen Stablecoin bringen werden, zu Circle, die mit USDC einen Stablecoin schon haben. Und nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa. Und alles ist MiCA-konform.
XRP Drops schreibt, offizielle Pressemitteilung von Circle. Circle ist der erste globale Stablecoin-Emittent, der MiCA erfüllt, das wegweisende Kryptogesetz der EU. Diese Errungenschaft wurde durch die Erlangung eines E-Money Instituts, EMI, Lizenz von ACPR ermöglicht. Beide, USDC und EURC, also US, also Euro Circle, werden jetzt in der EU in Übereinstimmung mit den regulatorischen Verpflichtungen von MiCA für Stablecoins oder E-Geld-Token ausgegeben. Wenn in Europa Regeln herrschen und die werden eingehalten, dann haben solche Unternehmen natürlich Bock drauf, hier ihr Geschäft durchzuführen. Finde ich richtig klasse und ich kann es nur wieder sagen, wir müssen in Amerika halt ein bisschen warten. Die Banken haben halt was dagegen. Aber zu den Banken, da komme ich gleich mal drauf. Schaut mal, was ich hier gesehen habe. Bleiben wir einfach bei dem Thema. Ant Intel hat Milliarden von JPM-Coin-Zahlungen mithilfe von Programmierbarkeit getätigt. Aha. Es stellt sich heraus, dass der JP Morgan-Coin programmierbar ist. Hurra! Was wollen die jetzt? Wollen die jetzt den US-Dollar-CBDC bringen? Geht es darum? Weil JP Morgan noch gar nicht so weit ist und jetzt testen die schon einen programmierbaren Coin? Alter Falter, alter Falter. Während Jamie Dimon jetzt schon eine Rezession vorhergesagt hat und er hat ja auch einen Haufen von seinen JP Morgan Aktien ja verkauft, ne? Wie wir wissen, Millionen, aber Millionen. Nun gut, werden wir mal abwarten, was das bringen wird. Ob Donald J. Trump bei seinem Versprechen bleibt, keinen CBDC zu bringen, wobei ich glaube, dass der auch nicht davor gefeit ist, denn die Amerikaner haben ein Schuldenproblem. Nun gut, bleiben wir bei CBDCs, bleiben wir bei Ländern, kommen wir zur Schweiz. Auch wieder Michael Bretsch. Post Finance, eine Bank, die sich vollständig im Besitz der Schweizer Regierung befindet, hat XRP, Solana, Cardano, Avalanche und Polkadot Handelsdienstleistungen für ihre Kunden eingeführt. Aha, Post Finance gehört der Schweizer Regierung, die einen CBDC bringen wollen und die bieten jetzt schon Dienstleistungen an. Es entwickelt sich, Freunde, und es entwickelt sich immer schneller. Ich kann es nicht anders sagen. Dann komme ich zu einer XRP-Ledger-Meldung wieder von Michael Bretsch. Die japanische SBI Group, also jahrelanger Partner, hat eine bahnbrechende, naja, so bahnbrechend ist es jetzt nicht, Initiative zur Ausgabe von NFTs auf dem XRP-Ledger für die bevorstehende Weltausstellung 2025 in Osaka bekannt gegeben. Nun, ich denke, wenn das gut läuft, werden die auch Eintrittskarten als NFTs bringen oder Ansichtskarten oder was weiß ich. Es wird immer größer und es wird immer schneller. Jetzt komme ich zu Ammonix mit einer kleinen Erinnerung, wo es denn hingehen könnte, mit zwei Charts, die ich als XRP Maxi sehr schön finde. Denn Geschichte wiederholt sich nicht, aber na gut, sie reimt sich eben. Und wenn wir hier sehen, er schreibt, es kommt eine Parabolpumpe bei XRP. Und hier sehen wir dann die Jahre 14, 13 bis 17. Angetestet, 2 angetestet, 3 angetestet, Breakout. Hier wieder 1, 2, 3 mal angetestet, Breakout nach oben. Und gleich noch einen von ihm. XRP wird jeden Moment von jetzt an explodieren. Und hier sehen wir auch diese Bewegungen, das Antesten der Unterstützungslinien und dann kann ein Ausbruch kommen. Wann? Keine Ahnung, wir kennen natürlich dieses Dreieck, lassen wir uns überraschen. Ich bin mittlerweile so tiefenentspannt. Wenn wir allerdings bei Bitcoin gucken, wie das jetzt verläuft. Gunnar hat hier eine schöne Erinnerung gebracht, die ich zum Abschluss mit euch teilen möchte. Viele verstehen noch gar nicht, was bald kommt. Hier sehen wir die Kurven, wie sich das gleicht. 100 Tage, die Bewegung, 2024 jetzt. Hier hatten wir 2017 50 Tage und dann brach es aus. Hier sind wir bei 100 Tagen. Kann es sein, dass Bitcoin jetzt komplett durchdreht?
Nach oben? Ich denke schon. Lass mir mal diese ganzen Kleinigkeiten wie Mt. Gox und deutsche Regierungsverkäufe mal außen vor. Das wird aufgekauft und zwar von den Großen. Da bin ich echt überzeugt davon. Ich weiß nicht, sagt mal mein Bauchgefühl. Aber ich habe mir auch schon so oft getäuscht. Macht eure eigene Recherche, Leute. Aber falls ihr schon investiert seid, lasst euch nicht verrückt machen. Bitte, bitte. Und bitte werdet Zeit und bleibt gesund. Das wünsche ich euch von Herzen. Wir sehen uns im nächsten Video. Morgen ist Livestream, heute leider nicht. Ich wünsche euch alles Gute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Why do I hold XRP? Because Ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system and they use XRP. Interpayments options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You could see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, XChange. What crypto is XChange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's Digital Asset Division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. Two former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. Two former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economics of Germany? Former Business Director at Swift? Former Swift board member, former CFO of PayPal, former head of the DTCC, former chief business officer at Uber, former VP of Amazon, and former SEC chair on their legal team, Ripple, who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojaloop, IMF's high-level advisory board on FinTech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with three members of their team directly listed on the WF website, Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan? You decide.